Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Sunkenland. Wir gehen wieder rein in unsere Welt. So, jetzt fahren wir auf jeden Fall mal zum Händler und schaffen mal alles weg, was wir hier an recycelten Materialien haben. Also die ganzen Pläne, die wir haben, die wir jetzt nicht weiter verwenden können, die wir schon gelernt haben. Wir können ja eh nicht schlafen. Ich bin zu unausgepowert. Stoff packen wir mal noch weg. Munition haben wir, unseren Revolver, ja. Und man hat mir noch den Tipp gegeben, danke Simplay, wir können die ganze Pfeiler hier wieder wegnehmen. Das ist sehr erfreulich. Also, 5. Und es bleibt bestehen, sehr schön. Schön, schön. Pfeiler, komme ich so ran? Ah, schön. Da können wir nämlich wirklich ein bisschen effektiver Raumgestaltung machen. Und sind nicht an die Pfeiler gebunden. Vielleicht wird das noch implementiert, dass das dann in irgendein Update Pflicht ist, dass die drinnen bleiben müssen, damit uns nicht die Decke auf den Kopf fällt. Aber so ist das schon mal gut gemacht. Oh, das ist ja wirklich schön. Gut, wir kriegen noch ein bisschen Holz wieder. Zwar nicht viel, aber ein Teil. Holz ist ja glücklicherweise ein nachwachsender Rohstoff. Die Ente, die bleibt für immer so falsch rum sitzen. Werde ich nicht umändern. So, hauen wir mal den Hammer hier rein. Nein, da rein. Unser Deko-Stuff. Kräuter, Medizin, Essen. Wir müssen auf jeden Fall viel mehr kochen. So, die tun wir mal recyceln. Ich nehme mal hier gleich mal bitte was mit. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Silbermünzen ertauscht. Wenn sie noch was hat. Gut, das blaue Shirt. Mal gucken. Schade, dass wir das nicht wieder in Stofffetzen zurückwandeln können. Das wäre schon cool. So. Da muss ich mal kurz gucken, wo ist der Händler? Im Norden. Da lang? Hinter der Insel, okay. Hinter den Grünen. So, schippern wir mal hin. Schaffen wir die Sachen mal weg. Mal gucken, vielleicht kriegen wir auch eine bessere Waffen freigeschalten. Mal schauen. Und vielleicht finden wir auch wieder so einen Punkt, wo wir unendlich hier Ressourcen bekommen können. Wie bei dem einen. Vielleicht müssen wir das mal nochmal testen. So, aber jetzt schauen wir mal erstmal kurz zu dem Händler. Recyceln die Sachen. Und schauen wir mal. Da ist auch schon wieder ein Tresor da hinten. Schön. Ja, nehmen wir gleich mit. Jetzt schaffe ich erstmal die Sachen. Kurz hier rein. Fügen Sie Waffenteile oder Baupläne hinzu. Mit der Produktion beginnen. Mal gucken. Bauplan AK Legierungsempfänger. Okay. Harpunenkanone können wir ja auch bauen. Aber so wird es langsam gehen. Jetzt gucken wir mal hier wegen den Schrott. Ob der auch so schnell wiederkommt. Oder ob das bloß an der einen Insel war. Oh yeah. Wir nehmen allerdings mal das hier.
Hat 2600, das ist ja eigentlich schon fast Sinn. Oder hat eine Münze so, ne, eine Münze hat einen Wert von 700. Ne, 100. So, was war hier noch über die Zigarren? Mal gucken wir mal, wie viel wir bekommen. Wir können eben mit den anderen Sachen nichts anfangen. Von daher. Okay, das haben wir. Kriegen wir noch die chemischen Substanzen. Komponenten nehmen wir noch mit. Aha. Ja, machen wir so. Deal. Jetzt gucken wir mal kurz bei der oben hin oder bei dem, der die das. Was du denn Schönes hast. Einzelbett. Doppelregal, Tapete. Schade, jetzt nichts Interessantes. Dann wir nehmen gleich mal das Zeug hier mit. Hier noch was? Nö. Nö, nö, nö. Euch konnten wir ja nicht. Ah, hier hat sich was versteckt. Oh yeah, was essen und trinken ist immer gut. Ach, hier hätten wir auch noch ein bisschen was gehabt. Naja, gut. Ah, da kann man da noch Schrott reinlegen. Und was machen wir jetzt? Wir haben hier noch ein bisschen was zu erforschen. Wir fahren jetzt einfach mal hier die Punkte hier ab. So, die vier, fünf Fragezeichen. Und dann sehen wir mal, was es ist. Auf jeden Fall einmal die Insel hier. Die Erlöser, Level dran. Dran. Oh, gut, die können wir mal holen. Das sind auch bloß 9er. So, bist du die Insel? Ja, das ist das dort. Gut. Kriegen wir dann die zwei freigeschalten. Oder ist es das eine? Ich weiß es noch nicht. Sieht zumindest so aus. Schurkeninsel, Level 4, 19 Stück. Ja, würde ich das gerne mit einer besseren Waffe hin. Ja, unser Revolver ist gut. Aber die sind halt besser. Hier ist irgendwas hier unten. Unter Wasser. Freizeitpark. Und das andere ist die Insel. Okay. Hat man die wirklich noch nicht entdeckt gehabt? Mal gucken, welches Level die sind. Ich würde sagen 4. 13 Stück. Gefängnisinsel. Ja, da haben wir noch ein Fragezeichen. Machen wir heute mal eine kleine Expedition. Ah, bist du die Insel? Sieht zumindest so aus. Solange es jetzt nicht mehr die verstrahlt ist, ist alles gut. Polizeiwache.
Okay, die Polizeiwache scheint das doch unter Wasser zu sein. Tatsache, und da ist auch ein Tresor. Uha. Hier ist ja ein Hai. Hui, ich fliege. Flugstunde. Oh. Hallo? Ich hatte jetzt gerade übelst umverkehrter. Ich habe nach links gedreht, Maus, und war auf jemand nach rechts. Holla der Waldfee. Okay. Nicht so schön. Okay, lass mal. Also müssen wir uns erstmal eine Harpunenkanone bauen. Ich muss erstmal was essen, sehe ich gerade. Ja, und dann beschwerst du dich, da kannst du oder nicht schlafen. Ja, so ist es immer. So, aber im Grunde genommen, ich wollte ja jetzt hier ein bisschen mehr Zeug sammeln, damit wir uns so ein paar Öfen bauen können. Damit wir hier weiterkommen. Sehr gut. Truhe mitnehmen. So, sehr schön. Dann kommen wir jetzt mal ein bisschen noch einsortieren. Ja, Benzin haben wir nicht mehr viel. Gummi. Gut, also. Was brauchen wir für so einen weiteren Ofen bauen? Ofen. Ja gut, das geht eigentlich. Aber da können wir halt mehr durchbrennen. Hier können wir ja bloß die Waffen bauen. Und hier war ja nur die Munitions. Genau. Mal gucken. Schauen wir, was wir hier haben. Bräuchte mal 10 Eisenbahnen und elektronische Teile. Daran hapert es dann schon wieder. Also müssen wir uns erstmal hier durchwursten. Ach, brauchen wir haufenweise elektronische Teile. Das heißt, wir müssen viel mehr looten gehen. Batterie. Können wir auch noch nicht bauen. Müssen wir erstmal hier haufenweise durchbrennen. Das heißt, ich nehme mir mal den Umzugskarton. Und wir setzen die jetzt mal hier um. Ja. Schön. Dann brauche ich doch wieder einen Abrisshammer. Den habe ich glaube in dem anderen Fass. Fass. Achso. Da. So. Gut. Bauen. Aus. Wir brauchen das. Da brauchen wir wieder mehr Holz. Krieg mal hin. Hier müssten wir ja dann auch noch ein paar Meter mehr bauen.
Schön. Also, Fundament. Könnte man sogar Ecke an Ecke machen. Auch nicht schlecht. So. Also, was bräuchten wir? Wenn ich drei Öfen machen, nach zwei brauchen wir 30 Schrott und 10 Gummi. Okay. Schauen wir mal. So, bauen. Haben wir nämlich schon mal drei funktionierende Öfen. Kriegen wir quasi dann immer drei Ingots auf einmal durch. Schön, das ist schon mal dann jetzt effizienter gemacht. Also, du musst auf jeden Fall auch weg. Kommt hier nämlich auch jetzt die Ecke rein. Dann kommt auf jeden Fall falsche Wand. Ich baue die 45er. Schön. Und hier machen wir noch mal zu. So, ich muss mal hier aufs Fass stellen. So. Hier sehen wir schon. Fertig, fertig, fertig. Drei Ingots auf einmal. Schön, schön. Schön. Gut. Ich mache mal hier Fenster hin. Fenster, 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 Fenster. Ja, wir machen Fenster hin. Dann sind wir auch schon für die Folge durch. Schön. Dann setzen wir. Wir haben hier noch den Amboss wieder hin und unsere Reparaturwerkbank. Schön. Vielleicht bauen wir dann auch nochmal ein neues Fass für das Schwarzpulver an sich direkt. Haben wir noch genügend Schrott? Das werden wir dann sehen. Ich sage erstmal an der Stelle, wir haben schon wieder viel umgebaut. Kommt langsam hier voran. Drüben müssen wir dann noch die Elektronik umsetzen, aber das kriegen wir ja auch noch hin. Ich sage erstmal an der Stelle, nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken. Macht's gut und tschüss.